auf die Waffe wechseln. Sechs. Ja. Wow. Fall um! Ich steck mich denn ein, ey! Ich könnte gleich schon viel einstecken, mein lieber Scholli. Entschuldige, dass ich jetzt gerade irgendwie so ein bisschen. Ich kann's nicht anders. Das ist gerade so. Oh, heftig, ey. Mit nichts. Verdammt doch mal, da steht der Penner da und ich kann nicht. Das gibt's nicht. Ich. Ich hab deinen Scheißhund erledigt, Rudi. Ich will, dass jeder verfluchte Einzelne von euch das anatomische Tempo. Du alter Einzeller! Das ist eine dreckige Rasse auf der Flucht! Ich will das Schwein tot sehen! Wow, 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 wow! Nächste Waffe. Wie soll ich das denn schaffen? Alter, jetzt hör doch mal auf mit der Scheiße, ey. Du gehst mir mal langsam hart pissen, ey. Wer denkt sich denn nach deinen Sachen? Scheißhund erledigt, Rudi. Verhör bricht, 16. März. Nimm doch die Finger auf die richtigen Tasten. Befragter Major Rudi Jäger. Befragter. Ja. Die befragte Person ist ein mutmaßlicher Doppelagent der Alliierten. Die Person war zum Zeitpunkt ihrer Festnahme auf Burg Wolfstein in Begleitung eines weiteren Agenten, während sie versuchte, in das archäologische Forschungsbüro von Oberstleutnant von Schaps einzudringen. Es wird zudem vermutet, dass die Agenten Unterstützung durch eine Kontaktperson der Widerstandsbewegung hatten. Die Person wurde nach ihrer Identität, ihrem Auftrag im Burg Wolfstein und ihrer Kontaktperson im Dorf gefragt. Außerdem wurde gefragt, worauf sie es in Frau Oberstleutnants Büro abgesehen hatte. Die Person verweigerte jegliche Antwort. Die Person wurde Stromschläge verabreicht. Die Person zeigte sich mental standhafter als ursprünglich angenommen. Sie verweigerte trotz der körperlichen Belastung weiterhin die Kooperation. Anstatt von Stromschlägen kamen im Folgenden einige der erweiterten Verhörtechniken zum Einsatz. Es wurden Schläge auf den Kopf
sowie Messerschnitte am Körper zugefügt. Des Weiteren wurde der Person Eiswasser ins Gesicht geschüttet, ohne Ergebnis. Die Person kooperierte nicht. Die meisten Menschen hätten schon weit früher den Widerstand aufgegeben. Daher muss es sich bei der Person um einen erfahrenen, hochrangigen Agenten handeln. Die Person weigerte sich auch nach längerer Behandlung mit Stromschlägen die Identität ihres Kontaktmannes zum Widerstand preiszugeben. Die Person ist körperlich nahezu vollends erschöpft und bei weiterer Behandlung mit Stromschlägen ist ein Ableben wahrscheinlich. Die Befragung wird daher kurz unterbrochen, damit sich die Person erholen kann. Wow. Ach, Kerl, ey. Ich will, dass jeder verfluchte Einzelne von euch das anatomische Theater angreift. Dort ist eine dreckige Ratte auf der Flucht. Ich will das Schwein tot sehen. Nimm doch die Waffe jetzt. Wechsel jetzt die Position. Nee, da drüben. Alter. Was willst du dir eigentlich einsam machen? So, jetzt. Was willst du? Fetter Sack da oben. Schnappt ihn euch! Erfasst! Ja, was? Das tut ja mal richtig weh. Okay, jetzt ist vorbei. Mann, was habe ich mir denn gerade an abgewimmelt hier? Boah, heftig, ey. Du redest bei nichts, ey. Nichts. Was ist das? Da komme ich rein? Okay, alles klar. Boah, heftig, Alter. Das war jetzt gerade mal echt mal zu verzweifeln. Und wahrscheinlich habe ich ein bisschen überreagiert und habe nicht die Ruhe behalten. Das war schon wahrscheinlich gewesen. Na. Och nee, der Arme. Tut mir leid, dass ich dich nicht retten konnte. Ja auch. Okay, was haben wir hier? Charaktere. Agent One gefoltert. Agent wurde von Rudi Jäger im elektrischen Stuhl mit anatomischen Theater von Burg Wolfenstein gefoltert. Dieses arme Schwein, ey. Oh, nee, nee, nee. Da hinten ist die Feige so abgehauen. Laden wir das Moped einfach mal nach.
So. Warte mal, wo war denn? Ich geh mal hoch hier. Ja, ging ja vorhin in die Mod. So, warte, gehen wir mal. Die Mods glaube ich weiter. Boah, heftig. Aber in dem Spiel wird einem ja nichts geschenkt und man den Schwierigkeiten. Jawohl. Yes, das hat dann mal geholfen. Das war nicht geil. Achso, Versteck. Wow. Was haben wir denn hier vom Bauplan? Maschinensoldat. Auweia. Okay. Das kann ja noch heiter werden. Auweia. Also, da kommt noch ein bisschen was auf uns zu. Da blinkt irgendwas, aber ich komme nicht dran. Ach, das ist so ein scheiß Helm. Da war nur Bombenschussmunition. Ich könnte ja auch mal die Waffe wechseln jetzt. Mal nachladen. Alles klar. Nein, die will ich haben, ja. Ah, hier müssen wir was tun. Warte, ich will mir vorher nochmal umgucken hier. Ne, das brauchen wir jetzt nicht. Ja, siehst du, gut, dass ich da hergelaufen bin. Ich hab's gar nicht erst gesehen. So, was haben wir hier? Was zum Lesen? Nein. Funk. Knopf an, Knopf aus. So, bin mal gespannt, ob wir in den Keller kommen oder was. Reiß dich zusammen, BJ. Denk an den Plan. Steig in die Seilbahn zum Dorf. Okay. Triff dich mit Kessler im Gasthaus. Schaffst du das, Billy Boy? Aber mit links. Oh. Probleme mit dem Fahrstuhl. Kapitel 4. Flucht. Die wollen wohl nicht, dass wir hier irgendwie entkommen. Ich muss nach oben.